Ja, hallo meine Lieben. Ich bin heute unterwegs in Leverkusen mit der Fähre in Hinterhof nach Köln. Und auf der Kölner Seite wieder zurück. Das Ganze ist ein Rundlauf, den ich mir selber zusammengestellt habe. Und der geht in etwa 16 Kilometer, also 15,7. Kann sein, dass ein bisschen mehr dazu kommt, wenn ich so kleine Umwege laufe. Das Ganze mache ich, um zu gucken, wie lange ich für so eine Strecke brauche. Also heute geht es auf Zeit. Ich habe nämlich später noch mich verabredet. Das heißt, ich muss rechtzeitig zurück sein. Hier ist ein bisschen Wind, ich hoffe, das Mikro macht mir keinen Stress bei der Aufnahme. Sonst muss ich mal gucken, dass ich mir auch so ein Puschel hole. Ich weiß gar nicht. Das hier ist so ein kleiner Zulauf, der da hinten in die Wupper geht. Der kommt da hinten von der Mühle. Das ist eine alte Mühle, die war eine Zeit lang lost, mittlerweile aber wieder nicht. Und das hier ist so etwas wie ein kleiner Damm zum Hochwasserschutz. Und ja, hier ist es richtig idyllisch. Ja, das ist richtig schön hier und auch der ganze Weg, den ich mir rausgesucht habe, geht komplett an der Wupper und am Rhein entlang. Ein sehr, sehr schöner Wanderweg. Blende ich garantiert auch hier ein, wenn ich das nicht vergesse. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück gegangen, eine halbe Stunde ungefähr unterwegs. Diese Hügel, die viele einfach als normale Berge sehen, hier das, wo oben die kleinen Schornsteine rausgucken, das sind in Wahrheit, ich weiß gar nicht genau, ob das Schlick oder einfach Müll, das ist auf jeden Fall entweder von unserer Wasserkläranlage, der ganze Driss, oder vom Bayer. Also die machen ja auch gerade die Brücke neu und da muss ja diese ganze Mülldeponie aufgerissen werden unter einem Zelt unter großen schweren Auflagen. Aber da kommen wir später zu, da kommen wir noch dran vorbei. Das ist auf jeden Fall auch alles Müll. In der Kamera kommt das jetzt natürlich nicht so rüber, als wenn das groß wäre oder hoch. Aber glaubt mir, das ist unfassbar groß. Ja, das hier ist die Verankerung unserer Pongdong-Brücke. Ich glaube, so sagt man es richtig. Die steht hier in Rheindorf und die geht halt mit dem Hochwasser, steigt die an. Ja, oder jetzt, wenn gar kein Wasser da ist, dann steigt sie halt ab und hängt so ein bisschen in der Luft. Ja, und wenn hier richtig Hochwasser ist, ich versuche mal Bilder im Internet zu finden, das mal einzublenden, die ist so richtig ausgebeult nach oben. Und dann steht hier auch alles unter Wasser, ne? Also dann ist hier alles unter Wasser und nur diese Brücke hält sich wacker irgendwie da. Und wenn dann so richtig dicke Baumstämme und alles kommen, die hängen da alle gegen. Tolles Ding, gibt es hier schon, seitdem ich denken kann. Und je nachdem, welche Schieflage die hat, kann man da ganz toll... Also ich bin ja mit der Ape damals hier rumgeflitzt, ne? Oder mit meiner Vespa. Und dann immer hier über diese Hubbel. Da kommt man immer so richtig gut drüber hüpfen und gibt auch einen guten Klang. Ich gehe jetzt mal kurz hier so ein bisschen auf die Brücke. Das ist zwar gar nicht mein Weg, aber ich will euch das hier kurz mal zeigen. Das ist nämlich ein ganz tolles Ding. Ganz klasse, ne? Die ganzen Algen, die da in der Flut, möchte ich sagen, dranhängen. So, bin jetzt in Hittorf und ich kann mir eine kleine Pause gönnen, denn die Fähre, die braucht noch ein bisschen bis rüber. Ich glaube, im Hintergrund müsstet ihr sie sehen, ja, bis sie hier drüben angekommen ist. Also ich werde dann dort einsteigen. Guckt euch das mal an, die ganzen Enten. So süß.
aber mögen die natürlich nicht, wenn einer rankommt, auch wenn ich auch eine Ente bin. Findest du doof, ne? Geht jetzt, Wartschild weg. Na, hüpf! Ne, hüpft nicht. Doch, hüpft, hüpft. Na los! Ja, naja, tut sich ein bisschen schwer. Also ich will jetzt hier gar keine Lanze brechen oder so, oder ne, irgendjemanden verärgern, aber für mich dieser absolute Schwachsinn. Die ganze Zeit laufen alle ohne Maske rum, wenn sie nicht im Geschäft sind. Wir sind ja auch hier im Freien. Ja, und hier... Blödsinn, ne? Ja, also nicht 1,50, sondern 1,20 kostet der Spaß. Ist auf jeden Fall es wert. Gut, jetzt der Quatsch mit den Masken. Ich habe mir auch schon einen Platz ausgedacht, wo ich meine Maultaschen essen werde. Und zwar ist das wirklich fast am Ziel schon wieder. Und zwar ist das erst nach der Leverkusener Brücke erst wieder. Da ist eine Stelle, da kann man auf jeden Fall das Ganze machen. Ja, werde ich einen kleinen Umweg gehen müssen, aber den nehme ich gerne in Kauf dafür. Weil, ja, ich habe nicht gefrühstückt, nichts, bin wirklich losgegangen. Das Einzige, was ich bisher zu mir genommen habe, ist tatsächlich ein Red Bull Energy ohne Zucker. Also nur Koffein. Ja, wollen wir mal weiter. Nach der Zwangspause und Zwangsmaskenpflicht auf der Hittorfer Fähre. Also die andere Rheinseite ist auch so malerisch, so schön, gerade mit diesen weiten Wiesen, und man kann auch die Wiesen lang gehen, also man muss gar nicht da lang gehen, kann auch die ganzen Wiesen, dann muss man allerdings später wieder zurückgehen, wobei ich glaube, ich werde den Weg hier in Kauf nehmen, hoffe, dass mich nicht wieder eine Zecke beißt, ne, so wie beim letzten Mal. Ich muss mir auch unbedingt ein Zeckenmittel holen. Beim Rossmann oder so hat man mir gesagt, wer da was Gutes kennt, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe gehört, das hält wohl nur 4 Stunden. Das ist halt nicht so lang. Ja, immer wieder bin ich überrascht über die Moral mancher Menschen, weil das hier, ja, ne, unfassbar, wie manche Leute einfach, wie egal denen das ist, ne? Grillen am Rhein, gut und schön, kann jeder machen, sollte vielleicht sogar jeder machen, mal rausgehen in der Natur, ein bisschen grillen am Rhein und so, ne? Also auf jeden Fall immer was Schönes. Aber dann dort so einen Müll zu hinterlassen, frage ich mich, was in den Leuten, also was in den Köpfen dieser Leute eigentlich vorgeht. Ja, und da hinten seht ihr schon die Brücke von Leverkusen. Das ist halt eine absolute Witznummer hier bei uns in Leverkusen oder auch Köln. Ne, ist ja, verbindet ja Köln und Leverkusen. Da hinten seht ihr schon unsere Mülldeponie, da ist so ein weißes Zelt aufgebaut. Denn die müssen natürlich da ein bisschen was abtragen und so diesen ganzen Giftmüll, sag ich mal, den kann man ja nicht einfach so da wegbuddeln und dann wegbringen. Nee, nee, das muss ganz mühselig abgetragen werden. Und diese Baustelle ist schon seit, ach, ich kann es euch gar nicht sagen, wie lange die schon hier in Gange ist. Und die wird auch noch viele, viele Jahre
hier in Gange bleiben, wegen dieser maroden Brücke, wo auch schon LKWs ab einer bestimmten Größe, Gewicht nicht mehr drüber fahren dürfen. Ach, was geht denn da? Das ist ja ein schönes Gefährt. Das ist ja toll. Oh, dieser Geruch von diesem alten Auto. Ja, sehr gut. Tja, wo war ich? Ja, wird noch viele Jahre hier bleiben. Ist natürlich, Leverkusen hat ja auch den Ruf weg. So eine kleine dreckige Stadt, ne, mit dem Bayer, mit dem Wasserwerk oder was das Klärwerk und allem. Ne? Ja, wir haben da viel, viel Müll, viel, viel Dreck über viele, viele Jahre produziert. Da hinten auf den Müllhaufen haben wir einfach die Landesgartenschau draufgestellt. Was natürlich für die Leute, die es wissen, auch einen schalen Beigeschmack hat, sag ich mal. Wenn dann die Kinder da auf dem Spielplatz spielen und auf dem ganzen Müll. Da ist eine dicke, dicke Plastikplane drüber gezogen worden und drunter, dann gibt es da irgendwie noch so Sicker, Gruben und alles. Also ja, der Mensch, was der so alles sich da einfallen lässt und in der Natur für Unrecht tut, ist Leverkusen leider ein ganz schlimmes Beispiel. Hier die Firma, wie heißt die, Por, die macht diese ganze Umbauarbeiten. Also die haben überall diese Containerstätten. Und ja, da sieht man schon die neuen Abschnitte. Ne? Jetzt ist halt auch gerade irgendwie eine Lieferung gekommen von irgendwelchen Elementen aus China oder so. Wollten sie Geld sparen. Und ja, die waren aber so scheiße, dass man die hier in Deutschland nicht benutzen kann. Jetzt hat sich das alles nochmal richtig dick verschoben. Ne, wollten Geld sparen, lassen die Zementbauteile in anderen Ländern machen. Ja, und dann kommt das bei raus. Nun können sie die nicht benutzen. Gab riesen Diskussionen. Also wenn ihr das ein bisschen googelt, Leverkusener Kölner Brücke, absolutes Highlight von Blödheit einfach. Ne, gespickt über Jahre schon, immer wieder Verzögerungen und Probleme und in Verbindung mit der Mülldeponie eine echt witzige und traurige Sache zugleich. Das hier ist übrigens die kaputte Brücke, ne, die wir jetzt hier sehen. Da ist auch nur noch eine Seite in Betrieb. Das heißt, Fahrradfahrer, Rollerfahrer, Fußgänger müssen alle auf einer Seite sich entgegen. Und ich sag mal, wenn sich zwei Rollerfahrer, ich bin ja Rollerfahrer, wenn sich zwei Rollerfahrer da entgegenkommen, dann hast du schon ein Problem. Und ja. So, wir sind bei Kilometer. So, wir sind bei 10 Kilometer, also 10,7 Kilometer. Da oben will ich meine Maultaschen essen. Ja, da kommt man natürlich jetzt so nicht hin, das ist aber auch gut, weil dann sind dort keine Leute. Jetzt müssen wir einen riesen Umweg hinten an der Bundesgartenschau vorbei machen und dann können wir dorthin. Hier nochmal die Brücke, da bin ich rüber und ich muss sagen, sehr, sehr eng. Also ich bin auch auf der anderen Seite gegangen, also links statt rechts, war mir egal. Fahrradfahrer mussten mir alle ausweichen, weil am Rand gehe ich ja nicht wegen meiner Höhenangst. Und das ist mir alles da ein bisschen, ja, nee, Freunde, das gefällt mir gar nicht. Hier sind tatsächlich manchmal Holi-Festivals, ne? Ist auch eine sehr schöne Ecke hier. Hier könnte ich eigentlich auch die Maultaschen verzehren, aber hier sind mir zu viele Leute.
Und hier unsere Strandbar. Ist natürlich jetzt alles geschlossen und Holy Festival gibt es natürlich auch nicht. Ne, Corona sei Dank. Deswegen müssen wir noch ein bisschen weiter. Ja, was die Leute immer so unter Kunst verstehen, darüber lässt sich natürlich streiten, ja, wie über alles. Manche Sachen sind Kunst, manche sind auch Müll. Ne? Kann man natürlich gut sein Altmetall entsorgen und für teuer Geld an die Stadt verkaufen, wenn man so weit aufstellt. Also manchmal gibt's Kunstgegenstände, wo ich sage, Leute, dafür 10.000, 15.000, 25.000 Euro zu bezahlen, ja, ein bisschen, da kann man, glaube ich, jede Metallbaufirma engagieren, damit die einem so wie da hinten so ein bisschen Metall zusammenschweißt und dahin stellt, für wirklich wesentlich weniger Geld als irgendwie so einen komischen Künstler, der dann da zwei Rohre zusammenschweißt und sagt, das ist Kunst, macht jetzt 25.000 Euro. Ja, aber irgendwo muss die Stadt ja ihre Kohle loswerden. So, ich habe ja jetzt nicht mehr weit bis nach Hause wieder. Ich denke mal so 3 oder 4 Kilometer, ne? Und ich muss sagen, bin eigentlich zügig vorangekommen. Wir haben jetzt gut, wir haben gleich 1 Uhr. Ich habe gesagt, unter 4 Stunden. Ich bin ja ungefähr um 10, das sind 3 bis nach Hause, sind es 3,5. Also im Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob ich ganz drauf bin, ist mir jetzt auch egal. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen. Und damit kann ich jetzt ungefähr planen. Nach Venlo sind halt 80 Kilometer. Ja, es ist schon eine Strecke. So, bei mir gibt es auf jeden Fall jetzt die Maultaschen. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht mal so einen Hunger. Ich könnte bestimmt jetzt noch mal 10 Kilometer laufen. Mir brennen ganz leicht die Füße. Wahrscheinlich, weil ich es nicht gewohnt bin. So, ich nehme hier 2 dieser Knorr-fette Brühe. Ne, das war letztens sehr lecker. 2 Stück auf... Ja, also es ist, glaube ich, doppelt so viel, wie man nehmen sollte. Aber dann schmeckt die schön würzig. Und da kommen dann gleich einfach die Maultaschen rein. Ich mache das genauso wie der Sebastian. Ich tue die ein bisschen, also vierteln, weil die sonst zu groß sind. Bei der letzten Wanderung habe ich ja diese Suppenmaultaschen gehabt. Und jetzt nehme ich halt mal diese großen und werde die einfach vierteln. So. Ja, Resümee. Ich kann mir auf jeden Fall mehr zumuten, werde ich auch dann demnächst mal machen. Dann mache ich keine 15, sondern dann mache ich schon mal 20 oder 30 Kilometer. Muss man gucken,